Moinsen, Baggers und Margarinen. Mr. Random Vote ist wieder da für euch. Gerade fertig geworden mit den Aufnahmen und das war wieder eine sehr, sehr schöne Woche. Ich habe richtig schön reingekeckert, denn ich war schon mit meinem Stream live, weil wir immer an einem anderen Tag aufgenommen haben. Ich voll durcheinander war und alle mir sofort geschrieben haben auf Twitter und überall, Junge, wir gehen rein. Und ich so, oh oh, musste den Stream ausmachen, bin in die Aufnahme rein und es sind wieder sehr, sehr viele witzige Runden entstanden. Irgendwie habe ich noch nicht meinen Weg gefunden, wie ich dieses Game spielen soll. Aber das könnt ihr gerne sehen. Ich habe irgendwie so ein bisschen meine Gedanken geteilt und zwischendurch war es sehr, sehr wild. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ihr könnt mir wie immer Feedback unten in den Kommentaren da lassen. Ich würde mich sehr dazu da freuen. Eventuell habt ihr auch den einen oder anderen Tipp. Das würde ich sehr begrüßen. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den drei Doppelfolgen. Wir sehen uns wie immer am Ende nochmal. Serum mich töten. Mal sehen, wie es heute läuft hier. Oh. Das sieht jetzt geil jetzt aus schon für das mich, Alarm möchte ich mal ganz kurz Kamen. Sagen. Also, ich bin im Admin-Gebäude und habe gerade ein... Was machst du? Das erste Mal ist ein Download oben rechts. Dann passiert im Admin-Gebäude was. Ist das ein Download oder ein Upload? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Hat auf jeden Fall gedauert. Das kann ich bestätigen, dass Peter das mit mir oben rechts gemacht hat bei Weapons. Okay, dann bin ich zum Admin gelaufen. Ja, und dann war ja die Lights noch dunkel. Und dann habe ich das gemacht und dann sind die Lights wieder angewiesen und dann lag da eine Leiche direkt neben mir. Zuletzt rausgekommen, den ich gesehen habe, war Dalu. Nee, ich war nicht in Admin drin. Ray ist als letztes rausgekommen. Okay, oder warst du selber drin? Nee, ich war nicht drin. Ich bin dann ist von Ray als letztes rausgekommen. Okay. Also, das stimmt schon. Ich war auf jeden Fall Admin. Wer war noch? Mushroom, warst du auch noch Admin? Wann? Nach dem Licht aus, oder? Nee, davor noch. Wir sind gemeinsam dann eigentlich zum Licht. Also, ja, wir waren beide da drin. Dann ging's Licht aus. Ich habe noch meine Admin-Card durchgezogen. Und, also, das wollte ich noch fertig machen. Und wie viele Versuche hast du gebraucht für die Karte? Dann bin ich zum Licht. Wie bitte? Wie viele Versuche hast du für die Karte gebraucht? Ich glaube, einer. Ja, mittlerweile habe ich das ganz gut drauf. Ich glaube nicht mal, dass das so passiert ist. Ich glaube, entweder war es Peter halt wirklich selbst oder es ist einer an Peter vorbeigegangen, als das Licht aus war. Es waren auch nur vier Leute am Licht. Also ich hatte keinen Report, als ich aus Admin raus bin. Ich bin straight zum Licht gegangen. Ich habe das Licht auch gefixt. Bei mir waren dann plötzlich vier, fünf andere Leute noch. Also eigentlich können wir ja ausschließen, wenn ich da war, oder? Ja, ich war auch beim Licht. Also ich war nicht da, weil ich bei mir war U2 versteckt. Weil er würde Weapons oben nicht faken und danach zum Upload gehen. Und da ich hatte letztens auch einen Screenshot gesehen, den Peter gepostet hat, dass er sich Among Us Guides angeguckt hat. Okay. Hat er sich die Texte geguckt? Wer ist denn gerade noch in Admin reingegangen? Ich dachte schon, ich bin jetzt, werde jetzt... Ich dachte, du frontest mich jetzt voll, weil ich quasi gerade erst die Leiche reportet habe. Ja, es war... Oh, fuck, vergessen. Oh, Dizzy. Dizzy hätte ich nicht gemacht. Wenn du gleich tot bist, wundert dich. Erstmal schön random wieder rein reporten hier. Naja, aber wir wollen kurz die Karte durchswipen hier. Oh, come on, ey. Darüber reden wir nicht, okay? Darüber reden wir einfach nicht. Ich habe ja so eine Vermutung, dass es Zero ist. Ich kann mich auch täuschen. Mal Sprit reinhämmern hier. Oh, ich bin so überall. Peter? Okay, Aufgabe ist erledigt. Zero? Was ist mit Zero? Why? Wow. Ich wollte gucken, ob jemand tot ist. Ist aber nicht. Okay, gut. Ich habe nichts zu sagen. Ich wollte nur gucken, ob jemand tot ist. Wollte ein bisschen Zeit schinden. Wollte fragen, wie ihr euch fühlt. Ich glaube, der hat es. Ich glaube super. Auch. Also jetzt wo du fragst, viel besser. Rausfinden. Also, sehr schön. Es muss nicht einer tot sein. Ich bin noch nicht fürs Skippen. Peter, wo warst du? Nee, Dizzy hat mich gebucht. Ich war erst tatsächlich für zwei Tasks alleine Electrical und dachte, ich bin safe tot, aber ist nicht passiert. Mega geil. Dann war ich eingesperrt im Electrical und dachte, ich bin safe tot. Ist nicht passiert. Mega okay, geil. Okay, Moment. Wann war das? Wann bist du eingesperrt worden?
Ich hatte noch genug Zeit, um bis von da dann noch zum Reaktor zu laufen und da jetzt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tasks zu machen. Aber direkt also davor war ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht, Mike gewesen ist, weil Mike war im Kamerarum. Nein. Okay, das ist nur meine Prediction. Mike war im Kamerarum. Ja, das nicht schon wieder. Du hast mich schon so oft nicht Wer hat beschuldigt, ohne Spaß ausgemacht? Ich sag doch nur meine Meinung. Ich hab doch nicht gesagt, dass du es sein musst. Wer hat O2 ausgemacht? Ich im Admin. Nee, oben. Mushroom wahrscheinlich, ja, oder? Das war ich, das war das rechts, ja, das hab ich. Und wieso sagst du wahrscheinlich, Ray? Woher weißt du das? Ja, die Pixel decken sich. Ja, genau. Nein, weil ich dachte, es ist Meltdown. Ich habe die Task-Links nicht aufgehabt, bin straight runter, Mushroom mir hinterher, dann ist Mushroom umgedreht und dachte so, hä, warum dreht er jetzt um? Dann habe ich gesehen, oh, ist O2. Dann war ich halt, dachte ich, ja komm, jetzt bin ich auf halbem Weg eh schon Richtung Reaktor und dann gehe ich jetzt zu Admin. Dann war aber, wo ich dann Admin war, das müsste Dalu auch noch gesehen haben. Dann also kam aber auch schon der Emergency Call. Es gibt drei Hauptverdächtige und die haben alle sehr sommerliche helle Farben. Und Whiskey. Weiß ich keine Farbe. Falls Maxi, Mushroom, Mike. Ich wollte gerade sagen, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich verdächtig bin, weil ich nichts hell, Teammäßiges mache. Ich bin immer allein unterwegs irgendwo, das ist richtig gut. Das stimmt, die Banane verdächtig läuft immer alleine rum. Bartz ist auch sommerlich, oder? Ja. Bartz ist auch so. Schöne Sommer. Jetzt ist halt einfach immer am Mittwoch. Bei Edgar kriegt er einfach alle anderen vergessen. Also das Ding ist halt, ich muss mir mal irgendwas anderes angewöhnen. Ich habe noch nicht so richtig den Flow gefunden, wie man Detektivarbeit betreibt. Und Oh, Peter! Oh nein. Okay, schnell. Wir müssen Lichter machen. Okay, Maxi, Dalu. Ich will nur den Hebel umlegen hier. Oh, wie viele Tars sind denn hier drin? Hör mal, meiner. Maxi. Peter steht unten und macht Fuel. Dadurch. Jetzt haben wir aber einen Toten. Ja, wurde auch Zeit. Zwei sogar. Zwei? Okay, ich glaube, es waren nicht die Pixel. Okay. Das wird schwer. Nee, also ich glaube, aber einer ist dizzy, weil Electric ist hinter ihm zugegangen. Und ich wollte, also ich glaube, da ist noch jemand anders drin. Vielleicht eine Hälfte nur noch, aber. Aber Maxi, ja, Sven, ihr beide wart doch Electric drin. Ihr wart doch schon. Das ist richtig. Du hast doch ausgemacht, Maxi. Wo soll die Leiche liegen? Du hast angemacht. Ja, aber du standst neben mir. Ja, genau. Und dann bin ich halt auch wieder rausgerannt und dann ist halt Dizzy mir entgegengekommen. Und Dizzy kam von hinten aus Electric raus. Also von wo die Tars und Wenzel. Ach, Dizzy, du warst hinter dem Stromkasten. Ja, ich war hinter dem Stromkasten, richtig. Ja. Ich hab diese drei wundervollen Dinger, die sich da drehen gemacht und dann habe ich nochmal schnell Wires daneben gemacht. Die sind aber auf der rechten Seite. Ja, auf der rechten Seite. Hab ich links gesagt? Aber weil hinter ist für mich halt der linke Seite, weil die rechte offen ist. Ich möchte Mike leider doch nochmal mit ins Rennen schmeißen. Aha, plötzlich schon, ja? Was habe ich gemacht, Dalu? Ich bin an dir vorbeigelaufen und du hast dir dann spontan überlegt, mir doch ein Step hinterher zu gehen, als du gemerkt hast, dass du zu weit weg bist, bist du wieder in die andere Richtung gelaufen. Das ist verdächtig. Warum? Ja, einfach so. Ich habe kurz überlegt, ob ich mit dir laufen soll und gucken soll, was du aber machst. Aber genau, weißt du, warum du mit mir laufen wolltest? Weil ich glaube, eine Leiche liegt im Cockpit. Und du wolltest, dass ich sie nicht alleine finde. Was ist Cockpit? Ist Cockpit kaputt? Ja, ganz rechts. Mushroom müsste Storage liegen. Was ist? Nee, da war ich gar nicht drin. Storage liegen. Das war jetzt Emergency Call, ne? Nicht Leiche gemeldet, oder? Ja, das war Emergency Call. Okay. Also Mushroom müsste Storage liegen. Ich habe dadurch auch getroffen bei Weapons oben. Bin straight runtergelaufen zu Shields tatsächlich. Also ich war gar nicht in Navigation drin. Hä, Dadu, von wo bist du gekommen? Ich bin von Shields gekommen. Ja, ich bin kurz vorher Dadu getroffen. Du müsstest du Mushroom gesehen haben, weil du bist ich stand mit Mushroom vor der Tür. Ist das echt eine Meta-Strat, wo die jetzt immer die ganze Zeit diesen Alert-Button klicken? Nein, das ist ja kein Alert. Ich finde, wir müssen. Wenn es sehr ruhig, möchte ich einfach mal sagen. Ich arbeite schon wieder seit 3 Stunden. Was soll ich machen? Okay, Sven, war es alles klar, raus. Wir müssen uns so langsam mal gemeinsam aufhalten. Zero ist an den Kameras. Was macht Maxi da? Oh, what? Was ist da los? Tun. Maxi. Warum ist denn Maxi gerade weitergelaufen und nicht sofort mitgekommen?
Mike? Oh, Mike, come on. Don't be a dick! Oh. I hate you! Oh, oh, jetzt müssen wir. So. Jetzt wird's interessant. Oh, Mann! Der lag Maxi hatte Rafe, hatte Dizzy verdächtigt. Ja. Jetzt kommt aber unser Problem. Das werden jetzt Mike oder Maxi gewesen sein. Ach, da du! Ja, also rein von dem, was übergeblieben ist. Also es muss auch, weil wir sind doch jetzt gerade, also ich bin dein Bodyguard gewesen, Dalu, also du kannst es nicht gewesen sein. Mike, und dadurch, wo liegt denn die Leiche? Mike, ich also, genau, wo liegt die Leiche, das ist wichtig? Shields. Okay, Mike, als Reaktor anging, wo bist du langgelaufen? Oben rum. Ich kam von das oben. Das heißt, du hast dadurch noch überholt? Also dadurch ist ja auch oben rum gelaufen, richtig? Dadurch, ich glaube, wir haben uns nicht gesehen, oder? Ja, ja korrekt, weil du nämlich nicht in der Nähe warst. Ach Mann. Nee, ich kam oben rum auf jeden Fall. Cafeteria Upper Engine also, und war auch erst da, als Reaktor fertig war. Dalu, ich hätte dich doch töten können im Cockpit. Dann wär's am Arsch gewesen. Dizzy und Sven hatten Reaktor gemacht und dann ist Dizzy nach unten weggegangen. Also, ich habe Peter gesehen bei Shields ganz lange vor Reaktor. Dann habe ich Dalu gerade auf der rechten Seite auch gesehen. Dann ist irgendwann Reaktor... Es können nur Mike oder Maxi gewesen sein. Reaktor angegangen, bin ich oben rum rübergelaufen, habe dadurch nicht gesehen und kam, als es schon fertig war. Für mich ist es, also ist die Situation von vorhin immer noch mit Mike gewesen, er war Kameras, die Tür hat sich in der Peter geschlossen, er wollte ihn wenden killen, hat dann aber gesehen, dass das nicht kann anscheinend. Sag euch mal, meine Kameras ersten beiden Hauptverdächtigen waren, als wir noch zu siebt waren. Da habe ich Maxi und Sven im Verdacht. Dadurch, wenn ich die Tür zumache, ja, dann mache ich den Kill. Ich habe Mike erst danach verdächtigt. Ich sag tatsächlich eher mittlerweile, dass es du, Dalu und Dadosch sind. Okay, wollen wir was ganz Wildes machen? Was gibt es? Wir wollten jetzt Sven. Wow. Es ist Mike oder Maxi und der andere ist Sven. Ich glaube auch, der andere ist Sven. Ich auch, weil der so wenig gesagt hat. Aber ja. Und vor allem ist Sven aber komisch hinterhergelaufen. Das ist Sven. Ich nehme Sven. Mike. Entweder. Das kommt. Ich mach Self-Report. Mal gucken. Was, ihr macht jetzt? Ihr seid solche Wichser. Was, ihr nicht mehr auf mich gehört? Überall. Da fragt er noch. Wow. Ich nehme super gerne auf bei den Jungs. Das ist immer super witzig. Man lernt echt viel. Wie sie ihm alle zugucken. Wie sie ihm alle zugucken. Oh oh, Peter geht alleine. Oh oh. Oh oh, he dead. He dead. Oh oh. Ja, das ist jetzt eine schwierige Situation. Aber ich lass dich erklären, Mike, wenn du möchtest. Was denn? Erzähl. Eine Story, vielleicht traue ich dir ja. Ich bin zu Weapons hochgelaufen. Okay. Hab vergessen, dass Oxygen war. Ja, und die Leiche, die bist du rübergestolpert? Welche Leiche? Welche Leiche? Achso, nee, war gar anscheinend keine. Ja, es ist halt Mike. Safe, hundertprozentig. Also ich sage es dadurch, der versucht mich die ganze Zeit schon zu fokussen, ist für mich ganz klar. Ja, weil ich recht hatte. Leben ist hart, Mike. Ich habe jetzt auch dadurch gewählt. Ah, doch nicht. Ja, das ist doch, dass Dalu, dadurch und ich... zusammen Admin standen. Ja. Das war eine lustige Folge. Ah, das war belastend. Leute, ich bin froh, dass ihr mit mir Sven gewählt habt, weil ich hätte sonst vielleicht den Fall gewählt. Das war so gemein. Weißt du, wenn ich rausfliege, okay, so weil fies. Sven hat echt besser gespielt als ich. Dass das Sven so fliegt, fies. Ist so gemein. Ja, aber das Problem, Mike, du hattest so halt gespielt, dass es entweder du oder Maxi sein konnten. Genau. Aber ihr Sven war gemein, da. Ja, der hat es echt noch okay gemacht. Der Kill an Jay war so schön. Das ist ja auch du bist der blindeste Mensch der Welt, Peter Spiel. Ich habe ja gerade die gemacht. Ja, und du bist, ach so, während du parallel mit mir in den kleinen Kegel runtergelaufen bist von den Downloads in Admin rein und das nicht mal angesagt hast, dass du die ganze Zeit parallel gelaufen bist, weil dann wäre Ray nicht verdächtigt worden, sondern irgendwer anders. Der erste Kill war echt nice. Hab ich nicht mitbekommen. Der hat so geschmeckt. Ach so, deswegen sag ich ja, du bist der blindeste Mensch der Welt. Der letzte Kill war einfach nur Verzweiflungstat. Ich habe am Ende nur noch Maxi gesehen und den darf ich halt nicht töten, weil das der einzige Verdächtige noch ist. Ich sehe nur Maxi die ganze Zeit. Nicht Maxi. Ich sehe nicht Dalu, ich sehe nicht Dadosch. Und dann dachte ich, okay, Peter, ich muss dich jetzt. Ich muss Sven, jetzt. Es tut mir trotzdem leid. Ach, alles gut. Ich hätte übrigens Mike gewotet. Okay. Ja, das war auch korrekt. Ja, aber es war halt Maxi oder Mike. Entweder war es ein Self-Report oder halt Mike hat ihn umgebracht, aber Sven war dadurch ja safe. Ich hatte diese Runde echt nicht so viele Möglichkeiten, aber gut Mike, zu killen. Aber Mike, wolltest du Peter töten im Elektro mit den Türen zu? Durch die Kamera? Nee. Okay. Tatsächlich nicht. Das war echt unlucky für mich. Das hab ich gar nicht irgendwie... Also wollte ich nicht.